Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie hier sind. Es ist sehr laut ausgenommen. Ich hoffe, man hört uns gut. Wir haben einen Gast. Ich stelle ihn gleich mal vor. Ganz wichtig noch für die Leute zu Hause. Wir streamen das Ganze. Man kann das im Internet sehen unter Lit Lounge TV. Und viel Spaß. Also, ich habe hier einen Europameister, Weltmeister im Superschwergewicht und natürlich das Wichtigste wahrscheinlich 2008 Olympiasieger im Gewichtheben, Matthias Steiner. Dankeschön. Ja, Matthias ist ein Held des Sports und jetzt auch, wir suchen ja immer nach neuen Zielen, intellektuellen Zielen. Er ist Buchautor geworden. Wir werden über dieses Buch heute sprechen. Sie können es hinterher auch bei uns noch kaufen, sich signieren lassen von Matthias, Autogrammkarten holen. Und jetzt schauen wir einfach mal zurück. Wir haben gerade eben schon die Frage gehört, was kann Photoshop? Ich finde, er sieht so aus in echt. Wir haben nichts getrickst. Es ist sowieso nur ein Brustbild. Den Rest sehen Sie hier. Er sieht etwas anders aus als damals 2008 bei seinem Olympiasieg. Fühlst dich auch anders, ne? Schwächer. 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 Der stärkste Mann der Welt, diesen Titel, ehemals. Ich habe es heute Vormittag mal gehört, gibt es wirklich nur einmal. Also bei den Olympiaden ist es dann immer so, bei den Olympischen Spielen. Es gibt den schnellsten Mann der Welt, den haben wir nicht hier, aber wir haben den stärksten Mann der Welt hier. Und natürlich, wir fragen uns, warum sieht er heute anders aus? Wichtig wäre für uns nochmal zu wissen, Matthias, 2008, Peking, ein paar Eindrücke. Wie war das damals für dich? Hat es dein Leben verändert? Was ist da alles passiert? Natürlich hat es das Leben verändert, denn Gewichtheben hat ja vorher für mich in Trainingshallen, in Kellern stattgefunden und bei Wettkämpfen, die natürlich gefüllt waren, aber eben immer alles sehr in einem Rahmen, in einem nicht öffentlichen Rahmen sozusagen, was gerade was Presse angeht. Und das war natürlich von einem Tag am anderen schlagartig anders. Erstmal dachte ich, das geht nur ganz kurz und dann hat es natürlich deutlich länger gedauert. Also es war schon sehr überraschend und es hat ein bisschen gedauert, bis ich verstanden habe, was da eigentlich passiert ist. Aber es ist nun mal sicher auch ein Gesamtreiz und der stärkste Mann der Welt ist, das hat auch für mich irgendwo was. Wobei ich mich gar nicht so gefühlt habe, dass ich sage, ich kann jetzt Bäume ausreißen und Berge versetzen und alles kaputt machen, weil ich der Stärkste bin. Aber es ist trotzdem irgendwo so ein Titel, wo man sich dann wohlfühlt damit. Wie ist es denn, wie lange muss man auf so einen Titel hinarbeiten? Vielleicht ein paar Stationen aus deiner Karriere, bis das wirklich geklappt hat? Ja gut, mit 12 habe ich begonnen Gewichtheben. Vorher noch ein paar andere Sportarten gemacht, Fußball und so weiter. Mit 12 begonnen und ich glaube, es ist auch wichtig zu wissen, dass erstmal das Ziel Olympia ja überhaupt nicht da war, weil das war ja, ich bin in Österreich geboren, die Strukturen waren im Leistungssport nicht ganz so toll und da war Thema Olympia nie ein Thema, nie. Also wenn man mal vielleicht davon profitieren am Ende die Deutschen, ne? Du bist ja dann ja sozusagen für Deutschland gestartet, das ehrt uns, das finden wir echt super. Aber trotzdem mit 12, man denkt einfach nicht daran, beziehungsweise, also ich zumindest nicht, habe da nicht dran gedacht, sondern es hat einfach Spaß gemacht. Und ich glaube, das ist der wichtigste Faktor, dass man mit etwas anfängt, was Spaß macht und dann bleibt man auch dabei. Und die Ziele haben sich dann nach und nach entwickelt, weil erstmal wird man ja Bezirksmeister. Dann wird man Landesmeister und dann wird man österreichischer Meister. Und so geht es halt dann fort und so steigern sich die Ziele. Und dann kam ziemlich viel auf einmal zusammen. Ich habe eine Lehre begonnen als Installateur auf einer Baustelle und dann war ich im Gewichtheben schon ganz gut, auch schon international unterwegs und plötzlich wurden die Ziele größer und die waren alle irgendwo zu viel. Also musste ich mich dann für einen Weg entscheiden und das war der Leistungssport. Matthias, du bist der Typ 1 Diabetiker. Wann hast du die Diagnose bekommen und was hat das bedeutet für den Sport und auch für dich persönlich? Ja, das meine ich auch mit dem viel zusammen. Eben als ich mitten drin in der Lehre war, als ich auch schon mitten auf dem Weg war in Richtung Leistungssport, kam auch noch Diabetes hinzu. Das war also einen Tag vor meinem 18. Geburtstag. Das ist ein wunderbares Alter, weil eigentlich hat man gerade so die Pubertät überwunden oder als Mann vielleicht gerade noch mittendrin mit 18. Ja. Und dann freut man sich auf den Führerschein, man freut sich, dass man erwachsen wird und dann kriegt man Diabetes Typ 1 und das weiß man natürlich nicht, was das bedeutet. Also es ist, Diabetes steht jetzt im Raum und heißt sterbenskrank oder hieß es für mich damals. Und das war das Gefühl und Diät machen, sie dürfen keinen Sport mehr treiben oder nicht in dem Maße und schon gar nicht Gewicht heben. Beruf, naja, Baustelle, also das waren alles plötzlich mit einem Schlag Dinge, das hat eigentlich mein Leben grundlegend erstmal verändert und dann ist man mit 18 spätestens erwachsen, vor allem wenn man dann wirklich diese Ziele hat und dran festhalten will, dann muss man sich mehr mit dem Thema beschäftigen. Das ist auch der Punkt, warum damals schon Thema Ernährung für mich eine Rolle gespielt hat.
Und gab es dann irgendwelche Einschränkungen, die du machen musstest für den Sport, beim Sport, bei der Ernährung? Ja, nur erstmal am Anfang natürlich Diät halten, dann macht man spezielle Schulungen, dann kann man das auch besser gestalten und man lernt dann auch den Umgang mit Lebensmitteln. Wie verhalten sie sich, wie reagiert der Körper drauf? Ich muss mein Insulin ja selber zuführen, komplett, für alles, was ich esse. Das ist erstmal ein Wahnsinn zu lernen. Weil es wirklich, man braucht ein kleines Medizinstudium. Man muss wissen, wie funktioniert der Stoffwechsel. Stoffwechsel hängt im ganzen Körper zusammen. Wenn eine Sache nicht funktioniert, gerät sie durcheinander. Aber mit der Zeit lernt man auch den Vorteil daraus zu ziehen, weil man einfach dann wirklich die Lebensmittel versteht und auch weiß, wie sie wirken. Also wenn ich jetzt ein Brötchen von dem Bäcker esse und das gleiche beim nächsten, merke ich plötzlich, wo ist denn mehr Zucker drin oder mehr Kohlenhydrate drin. Das sind Dinge, die helfen dann auch vielleicht, um zu wissen, Da ist deutlich mehr drin. Also das ist irgendwo so auch so ein Parameter. Oder wie geht's mir? Wie der Zucker, wenn der Zucker reagiert, wie geht's mir? Genau, wir haben ja gerade gehört, irgendwie der Begriff Diät, also sozusagen bewusste Ernährung steht im Vordergrund. Trotzdem, Matthias musste auf 150 Kilo zunehmen. Viele verstehen das vielleicht gar nicht. Vielleicht erklärst du mal, was das mit dem Sport für eine Bedeutung hat und auch, was das für den Körper bedeutet. Ja, das 150 Kilo, wenn Sie nachher mal in ein Buch gucken, wir haben die Wettkampffotos drin eben. Sie sehen, der Mensch sieht etwas anders aus dann. Das kam mir dann ein bisschen später hinzu. Also zunächst habe ich ja ausgesehen, als die Diagnose war, so wie jetzt, also schlank. Und dann sind noch ein paar Jahre so vergangen bis zu meinen ersten Olympischen Spielen und dann hatte ich mit 105 Kilo richtig Probleme, diese Gewichtsklasse noch zu halten. Die war bis 105 und dann war super schwer offen, offene Gewichtsklasse. Und das war das große Problem dann. Ich konnte das Gewicht nicht mehr halten. Also ich habe gehungert für den Wettkampf. Dann stand ich auf der Bühne und stand da wie so ein nasser Sack und konnte kaum was heben. Zumindest habe ich mich so gefühlt. Und dann war die Entscheidung, entweder ja, irgendwo immer auf diesem Niveau rumtümpeln, dass ich gerade unter die Top 10 komme oder die Gewichtsklasse wechseln und vielleicht doch erfolgreicher werden. Und Gewichtsklasse wechseln bedeutet damals von vornherein, du musst mindestens 140, 150 oder mehr wiegen, weil die Gegner wiegen es auch. Die sind aber alle auch noch ein bisschen größer gewesen, aber 110 Kilo haben mir halt nichts gebracht. Wie kann man sich das vorstellen? Was muss man da essen am Tag an Kalorien? Naja, das ist ja das Schlimme. Also wenn ich heute sage, dass das Zunehmen schwerer war als das Abnehmen, lachen viele. Aber das Zunehmen war eben wirklich in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Das war innerhalb von 3 Jahren, wo ich dann gut 40 Kilo zugenommen habe. Und das war schon heftig, weil das geht eben nicht mehr mit normaler Ernährung. Also schon dann eben 2 oder 3 Teller essen statt nur einen. Aber dann auch Eiweißshakes, Kohlenhydratshakes trinken. Und das ist zwischen 5.000 und 8.000 Kalorien am Tag. Und jetzt mal mit 150 Kilo. Also ich stelle mir vor, im Sport, wenn man das braucht, ist es okay. Aber man macht nicht die ganze Zeit Sport. Man hat nicht immer Wettkampf. Ich denke mal, das Privatleben als so kleiner Elefant ist schon ein bisschen hart, oder? Ja, schon. Das Privatleben ist sehr hart, weil wenn man wie ein Elefant auch aussieht, das Aussehen war gar nicht das Problem, weil mir war klar, okay, ich habe mich vorher wohlgefühlt und dann sieht man plötzlich schon anders aus, aber da verschiebt sich dann als Selbstschutz auch ein bisschen die Eigenwahrnehmung und sagt, na, man sieht da doch noch ganz okay aus irgendwie, man lebt da ganz gut damit und vor allem, ich muss ja nicht schön sein, ich muss nur stark sein. Also ist das gar nicht so, spielt das gar nicht so die Rolle. Aber der Alltag ändert sich, weil ich steige in dasselbe Auto plötzlich viel schwerer ein, ich kriege viel schwieriger Klamotten, die kosten das Dreifache und trotzdem sieht man aus wie ein Kartoffelsack, weil halt die Figur nicht mehr dazu passt. Ich schwitze leichter, wenn ich dann mich bewege. Natürlich war es auch Muskelmasse, es war ja nicht nur, dass man sagt, nur angegessen, es war auch Muskelmasse, aber die Masse war da. Und deswegen ist für mich auch klar, wenn man wirklich viel zu viel wiegt, dann kann man sich auch nicht mehr wohlfühlen. Aber man gewöhnt sich leider Gottes auch viel zu schnell daran. Jetzt gar nicht absichtlich, aber es ist wirklich so ein Selbstschutz. Naja, ich muss halt damit leben, es geht schon irgendwie, ich bin halt ein bisschen zu dick und so war es da auch. Ich lebe halt damit und man passt sich an und das ist ein bisschen eine Gefahr. Das heißt das nicht, dass man ständig irgendwie Angst haben muss. Oder es geht auch nicht nur ums Übergewichtigsein, es geht generell ums Wohlfühlen. Also auch schlankere Menschen können sich nicht wohlfühlen, weil sie sich vielleicht auch falsch ernähren. Also hast du dich zum gewissen Zeitpunkt dann einfach nicht mehr wohlgefühlt und hast beschlossen, ich ändere das? Naja, das hat ja damit zu tun, dass ich die Karriere beendet habe. Nach 3 Olympischen Spielen ist das... Vielleicht noch ein Wort. 2012, was ist da passiert? London? Ja, das lief nicht so glücklich. Können sich die Leute erinnern? 2012, London, sah dramatisch aus. Ne? Komischerweise ist ihm nicht viel passiert. Warum eigentlich? Ja, weil ich dann doch genug Muskeln hatte. Also, wenn man so stark ist, dass man die Hantel überhaupt da hochkriegt, dann hat man auch in der Regel die Muskeln, die das Ganze stützen. Es war schon ein bisschen Glück dabei. Also ich kam mit meiner Dynamik, die ich dann doch hatte mit 150 Kilo, relativ schnell aus der Hantel raus. Und die Bilder sehen wild aus und es hat auch 4-5 Monate gedauert, bis es mir wieder richtig gut geht oder ging damals. Und das war schon dramatisch. Und dann kam das zweite Kind und für mich war klar,
Du bist jetzt in einem Alter, im Gewicht mit Anfang 30, wo es eben dann immer schwieriger wird, da noch erfolgreich zu sein. Und dann habe ich gesagt, okay, dann, es reicht jetzt. Und eben auch in Hinblick dessen, dass ich dann doch schon ein paar Jahre 150 Kilo gewogen habe und das wollte ich einfach dann nicht mehr. Wie lange hat der Weg jetzt gedauert? Von 150 Kilo auf 105 Kilo runter? Beschreib ihn mal ein bisschen. Wie lange? Ein gutes Jahr. Also von der Zeit her jetzt einfach. Man muss dazu sagen, er hält das jetzt schon ein gutes Jahr. Also wir machen hier nicht irgendwie einen auf Jojo-Effekt. Das ist dauerhaft. Ja, es geht, beim Steiner-Prinzip geht es ja nichts ums Halten, weil ich ja nichts wegnehme oder verändere. Ich muss mich erst nirgendwo auch festhalten, sondern das sind ja wirklich ganz, ganz kleine Stellräder, die man an den eigenen Alltag anpassen muss. Und das ist genau der Punkt, warum ich letzten Endes dieses Buch geschrieben habe, weil so viele Fragen kamen und ich kann keinen einzelnen Tipp geben. Weil wenn ich mal sage, lass da mal ein Brötchen weg, dann heißt sofort Low Carb. Wenn ich sage, mach da, ist da mal Eiweißdiät, das ist es ja alles nicht. Sondern erstmal muss ich wissen, wie ist mein Alltag, was tue ich, was mache ich und wie funktionieren Lebensmittel. Das Grundwissen, die Basis, das ist etwas, was ich ja selber früher nicht wusste, was ich eben über die Jahre lernen konnte, dank Diabetes in dem Falle natürlich, dank des Sports. Und dieses Basiswissen, was ja noch keine Ernährungswissenschaft ist, möchte ich einfach weitergeben, weil das ist relativ verständlich und relativ simpel zu verstehen. Und wenn man das versteht, dann kann man wunderbar spielen im Alltag, weil jeder hat einen anderen Alltag. Der eine geht eben noch zur Schule, der nächste sitzt an der Kasse, der nächste ist ein Handwerker. Und ganz unterschiedliche Alltage. Und da möchte ich nur ein bisschen auch so Anstöße geben, was man in dem Alltag minimal verändern kann, um dann vielleicht doch maximale Erfolge zu erzielen. Ist es nur das Essen oder ist es mehr die Bewegung? Was ist so der Hauptfokus eigentlich? Ich habe lange Zeit selber gedacht, dass die Bewegung einen großen Teil ausmacht. Ich komme aber jetzt immer mehr zu dem Schluss, dass die Bewegung den kleineren Teil ausmacht. Weil natürlich müssen wir uns bewegen, wir sind dafür geschaffen. Aber jeder bewegt sich anders gern und vor allem als ja, im normalen Arbeitsalltag kann Leistungssport keine Rolle spielen. Das schafft man ja gar nicht, das sich so zu verausgaben, im seltensten Fall. Also ist die Bewegung im Alltag eher wichtig, das spielt eine große Rolle. Auch da wieder so ein bisschen bewusst machen, was mache ich denn überhaupt im Alltag. Und Ernährung spielt dann schon eine große Rolle. Aber Ernährung mit Genuss, eben nicht Diät und den ganzen Tag damit beschäftigen. Das ist genau das, was ich damit will. Einmal damit beschäftigen. Wirklich nur einmal. Einmal ordentlich verstehen, was passiert in meinem Körper, was machen Lebensmittel und dann kann man besser damit umgehen. Deswegen spielt Ernährung schon eine große Rolle, aber eben nicht dauerhaft. Sonst würde ich mich verrückt machen, wenn ich den ganzen Tag nur ans Essen denken muss. Vielleicht gibst du uns mal ein Beispiel, das ist ja immer bei Diabetikern, man redet ja immer von den Zuckerwerten, vom Insulin und so weiter. Wie funktioniert denn Insulin zum Beispiel? Naja, Insulin ist dazu da, wenn ich jetzt Kohlenhydrate oder Zucker, was im Endeffekt ja das Kohlenhydrate sind der Zuckerarten, was das gleiche ist, zu mir nehme, das kommt ja erstmal ins Blut und Zucker ist ja Energie und das muss eigentlich in die Muskelzellen und dazu ist das Insulin da. Das holt als Schlüssel praktisch den Zucker aus dem Blut in die Muskeln, damit die Muskeln arbeiten können. Jetzt haben wir aber begrenzt Muskeln, weil wir natürlich begrenzt trainieren. Die sind irgendwann voll, die Muskelzellen, und sagen, okay, Zucker ist noch da, ich gehe ins Fett, in die Fettzellen. Und die sind dann auch irgendwann voll, aber die Fettzelle ist so schlau und sagt, ich mache noch eine neue auf, weil da ist ja noch Zucker da, das muss ja verarbeitet werden. Und das macht erstmal das Insulin. Das heißt jetzt, wenn ich Zucker esse, so wird erstmal die Fettverbrennung gestoppt. Das muss man auch wissen. Und wenn man dieses Basiswissen mal hat, dann versteht man auch, wenn man jetzt den ganzen Tag irgendwas mit Zucker isst, hat man im Endeffekt logischerweise nie eine Fettverbrennung. Aber das Problem ist ja immer, du weißt häufig nicht, wie viel Zucker in was drinsteckt. Du kaufst etwas, isst es, weiß nicht genau, wie viel ist da drin. So, das ist natürlich der nächste Punkt. Das Leben in einer Gesellschaft, wo wir ganz, ganz viele verarbeitete Lebensmittel haben. Das passiert mir natürlich genauso. Du kommst da gar nicht dran vorbei. Wenn du schnell mal was Süßes isst oder auch nicht nur was Süßes, auch irgendwelche Gurken, Essiggurken, wo man denkt, das ist eher was Saures und da ist aber auch Zucker drin oder Rotkohl oder was auch immer. Also ich muss mich mal ein bisschen damit beschäftigen, wo kann denn überall Zucker drin sein. Deswegen ist auch mein Tipp, so wenig wie möglich verarbeitete Lebensmittel zu essen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil dann weiß ich auch, was ich zu mir nehme. Es geht nicht immer, das ist mir auch klar, so einen Alltag habe ich auch, aber eben etwas bewusster machen. Das ganze Buch basiert auf dem Thema Selbstbewusstsein, aber eben sich seiner Selbstbewusstsein. Warum scheitern denn so viele Leute an ihren Diätvorhaben? Also müssen wir ja auch sagen, Verlage arbeiten da fleißig mit, die versprechen dir, du kannst in 2 Wochen 5 Kilo abnehmen etc. Das mag funktionieren, aber warum kommen die immer wieder zurück dann? Warum manchmal mit höherem Gewicht am Ende? Das ist ganz einfach, weil eine Diät funktioniert deswegen, weil ich dem Körper erstmal was wegnehme und dann verliere ich auch was.
Aber der Körper sagt dann irgendwann, ich will es wieder haben und holt sich das Ganze zurück und dann kommt dieser Jojo-Effekt. Also es funktioniert nicht dauerhaft. Auch wenn ich hungere, ist es ja so, dass der Körper sagt, oh, jetzt kriege ich selten was zu essen, ich mache mal Sparflamme und kommt dann zu diesem Effekt. Wenn ich dann was esse, fängt der Körper an, sofort es bei sich zu halten. Und das ist eben der Punkt. Also eine normale Ernährung, wo man auch satt ist, wo man einfach keinen Hunger hat, ist viel, viel sinnvoller, als eben zu hungern oder auf etwas zu verzichten. Es ist eher ein Umbauen, in den Alltag integrieren, wann kann ich was essen, wie kann ich mit dem Essen spielen. Das macht viel, viel mehr Sinn. Aber ich muss mich eben einmal damit beschäftigen. Mit Diäten muss ich mich auch beschäftigen. Ich habe schon einige Leute gehört, die gesagt haben, ich will mich nicht beschäftigen, Herr Steiner. Ich mache Diät, weil die geben mir das vor. Und trotzdem muss ich mich beschäftigen, weil entweder muss ich Punkte zählen oder ich muss irgendwas mitschreiben oder was auch immer. Ich muss mich damit ja beschäftigen. Also irgendwie ein paar Zeilen muss ich immer lesen. Jetzt haben wir über Kilos geredet. Natürlich, es geht auch um andere Faktoren. Ich sag's mal so, deine Frau hat dich mit 150 Kilo geheiratet. Jetzt wiegst du etwas weniger. Das ist quasi ein zweiter neuer Mann. Glückwunsch, Inge. Aber wie ist es denn, wie reagiert denn die Umwelt drauf? Sie hat ja plötzlich, ich denke mal, deine ganzen Freunde kennen dich jetzt als den großen Bären. Jetzt bist du ganz anders. Ja, in der Tat. Wobei man sagen muss, in Natur ist es doch noch anders als beispielsweise auf dem Foto. Ein Foto macht dann, gerade die Handyfotos, die machen dann nochmal dünner. Dann sieht man wirklich aus wie ein kleines Kind. Und da kriege ich schon so ein bisschen die Hinweise, ich soll nicht noch mehr abnehmen und werde ein Spargeltarzan. Aber ich habe immer noch 105 Kilo und ich glaube, das ist für einen Mann ganz ordentlich. Also das geht schon, aber die Resonanz ist natürlich durchaus positiv und vor allem... Ich bin ja glücklich damit. Ich laufe nicht durch den Alltag und bin irgendwie frustriert, weil ich Hunger habe oder wie auch immer, sondern ich bin happy damit und fühle mich sehr, sehr wohl. Und das ist eben eine Lebenseinstellung. Ich habe nicht viel umgestellt, sondern nur Kleinigkeiten. Und die helfen mir jetzt natürlich. Und deswegen habe ich auch keinen Jojo-Effekt und deswegen bleibe ich auch da, wo ich bin. Und warum stehen plötzlich jetzt auch jüngere Frauen auf Matthias Steiner, bedeuten jüngere Frauen? Da gibt es einen Grund, ne? Oder? Ja, das hat weniger mit Abnehmen zu tun, das sind sicher meine Tanzkünste, die ich jetzt schon wieder verlernt habe. Das ist ja immer ein bisschen problematisch, wenn man solche Sendungen macht, wie jetzt Let's Dance zum Beispiel, das kann ja schnell ein Fiasko werden. Warum hat es denn so gut geklappt eigentlich? Ja, die Anfrage kam ja schon nicht zum ersten Mal. Und mit 150 Kilo habe ich gesagt, das möchte ich nicht machen, da gebe ich mir die Blöße. Weil dann ist man wirklich ein Tanzbär. Die hätten das mit 150 auch gemacht. Also die hätte da... Da kamen die ersten Anfragen. Ah, okay. Und das wollte ich aber nicht. Das war mir auch... Vor allem, ich war wirklich dem Tanzen immer sehr, sehr fern. Also er hat nur abgenommen, um schön auszusehen beim Tanzen. Alles klar, ne? Das ist, wenn das ein Motiv ist, ist es doch gut. Also jedes Motiv, um sein Leben in den Griff zu kriegen, ist doch gerechtfertigt. Auch wenn es sehr oberflächlich ist. Aber nein, in dem Fall ist... war es dann so, dass mich eher meine liebe Inge überredet hat, gesagt, jetzt mach das doch, sag, ich kann doch nicht tanzen, sag, ist doch egal, was hast du zu verlieren von einem Gewichtheber, denkt man doch sowieso, er kann sich nicht anderweitig bewegen. Also die Fallhöhe war relativ niedrig, weil man wirklich, wenn man am Anfang ausscheidet, ja gut, okay, haben wir jetzt auch nicht erwartet. Aber ich habe dann irgendwie Blut geleckt, habe gemerkt, wenn man dann so Gas gibt wie beim Sport selber, dann geht da auch was. Und wann hat man schon mal die Chance, wirklich mit einer Weltklasse-Tänzerin jeden Tag zu trainieren und wirklich einen Tanz zu erlernen? Ich glaube, man hat mir den Spaß dann auf Dauer angesehen. Und jetzt musst du immer noch tanzen mit deiner Frau jetzt, irgendwie Wochenende, irgendwie klassische Tänze, nein, oder? Ja, glücklicherweise tanzt sie nicht. wir finden dazu nicht die Zeit. Wir gehen lieber Radfahren und so weiter, das macht uns dann mehr Spaß. Vielleicht ist es nochmal ganz wichtig für Sie zu wissen auch, wir vermarkten ja kein Buch, wo es darum geht, wie nehme ich 45 Kilo ab, das ist völliger Unsinn. Wir haben es ja auch mit droben stehen, vom Schwergewicht zum Wohlfühl-Ich. Ein Wohlfühl-Ich ist was sehr Subjektives, wie man es selber empfindet. Vielleicht sagst du nochmal, worum es eigentlich geht, welchen Zustand man erreichen will jenseits der Kilos. Bei mir ist in dem Buch ist natürlich so, dass der erste Teil, es handelt natürlich von mir, dass ich, wie ich den Weg bestritten habe, weil ich habe es nun mal abgenommen. Das heißt, das wird schon behandelt, das Thema. Aber es ist eben nicht per se die alleinige Zielgruppe, sondern wenn ich jetzt ein ganz normaler, durchschnittlicher Mensch bin und fühle mich aber nicht wohl, kann es vielleicht Gründe geben, die in der Ernährung liegen, die im Lebensalltag liegen, vielleicht zu wenig Bewegung, was auch immer. Oder ich esse Dinge, die mir gar nicht so bewusst sind, wie sie sind. Und es sind wirklich so einzelne kleine Kapitel drin, dass man wirklich diese Kapitel als kleine Stellrädchen rausnehmen kann und daran drehen kann und sagen kann, ach, das wusste ich ja noch gar nicht, vielleicht liegt da der Hund begraben. Und das ist im Endeffekt der Sinn dieses Buches, eben
nochmal ein Selbstbewusstsein zu schaffen oder mehr Bewusstsein zu schaffen, was wir eigentlich so tun, weil es ist letztendlich unser Körper, mit dem wir jeden Tag leben müssen und es hat nichts zu tun damit, den ganzen Tag Kalorien zu zählen und nur gesund zu leben, bewusst leben, weil gesund ist gefährlich. Wo fängt gesund an, wo hört es auf? Ihr habt ja zwei kleine Kinder, wie ist das mit Süßigkeiten zu Hause? Ja, zu Hause relativ wenig, weil die sind im Alltag so sehr damit konfrontiert, dass wir schon damit zu kämpfen haben, nochmal was Besonderes zu schaffen. Also es steht ja teilweise schon Eis irgendwo jede Woche auf dem Speiseplan, wo ich sage, das möchte ich doch als Eltern mir am Wochenende vorhalten. Du meinst in der Kinderkrippe? Ja, so. Kindergarten, wo auch immer. Schulen sind auch das nächste Problem. Also da verlieren wir ganz schnell mal die Übersicht, dass es nichts Außergewöhnliches mehr ist. Also manche Dinge müssen einfach oder sollten außergewöhnlich bleiben. Das sind Sachen, die vorgelebt werden müssen. Gibt es andersrum Sachen, die du mitnimmst von deinen Kindern, wo du siehst, ey, das hätte ich mal eigentlich auch bedenken können, Thema Bewegung etc.? Also das, gut, ich bewege mich selber Gott sei Dank sehr gerne, aber das ist etwas, was man wirklich, glaube ich, an jedem Kind sieht, die bewegen sich einfach gerne. Sie bewegen sich gerne und was mir schon auffällt auch, wo man merkt, wenn heute ganz gern dieses Wort ADHS in meinen Mund genommen wird, die Kinder sind alle hyperaktiv und dann habe ich die Feststellung schon gemacht, dass sehr, sehr viel am Zucker liegt durchaus. Also das ist eben ein Energieschub. Das habe ich am Anfang erklärt, was Zucker bewirkt. Das ist Energie für die Muskeln. Und wenn das Kinder kriegen, dann wollen sie mal loslaufen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man die Kinder laufen muss. Also Bewegung spielt schon eine große Rolle. Aber gerade bei den Kindern merke ich eben, wie viel Spaß wir an der Bewegung haben. Und das haben wir, glaube ich, das unterschätzen wir, das haben wir verlernt. Weil die simplen Dinge, die hüpfen rum. Ich weiß, unser Kleiner ist dann sowieso noch extremer. Der Große läuft zwar gerne, aber der Kleine, der hüpft förmlich beim Laufen. Wenn eure Kinder jetzt die Bilder sehen, du bei Olympia, wenn die sagen würden, ey, Gewicht heben möchte ich auch ausprobieren, würdest du ihnen dazu raten oder nicht? Ja, der müsste mich schon ein paar Mal überreden dazu. Also er müsste es immer wieder sagen. Und der Große hat einmal gesagt, er will Fußball spielen. Und da habe ich ihn auch 3-4 Mal das wiederholen lassen oder noch öfter, damit ich auch wirklich merke, er will es wirklich oder nicht. Er hat es irgendwo nur aufgeschnappt. Also, aber um die Frage zu beantworten, wenn er es unbedingt möchte, ja. Du willst einfach nicht jeden Samstag am Fußballplatz mit ihm stehen, das ist das Geheimnis, oder? Deswegen lieber Gewicht heben dann, ne? Ja, da steht man jeden Samstag in der Halle, macht auch keinen Spaß. Matthias, stemmst du eigentlich selber noch Gewichte zum Spaß oder machst du richtig Training? Zum Spaß. In welchem Bereich bewegt sich, wie viel Kilo? Ich mache richtig Training zum Spaß. Nein, wenn dann einmal die Woche und dann wirklich in einem absoluten Hobbybereich, ist vielleicht für den Durchschnittsmenschen schon noch zu viel, wenn ich mich dann irgendwo zwischen 150 und 200 Kilo bewege. Aber das ist ja etwas, was im Verhältnis zu vorher wenig ist. Ist wie ein Marathonläufer, der dann locker läuft. Wenig? Wie viel ist dann viel? Wie viel war das in Athen oder später in London? Ja gut, im Reisenstoßen war ich dann Peking. Jenseits der 200 Kilo, 250 Kilo im Stoßen. Und Kniebeugen über 300 Kilo, da bewege ich mich lang nicht mehr. Da bin ich jetzt bei 200 maximal. Und trotzdem gibt es dieses Bild, dass irgendwie Gewichtheben was Ungesundes ist. Man hat da diese russischen Sportler im Kopf, glaube ich, die eher wie Roboter aussehen, wie dicke. Naja, im Superschwert dann. Es gibt ja viele Gewichtsklassen, die schön aussehen im Gewichtheben. Aber Gewichtheben ist insofern relativ harmlos im Leistungssport, weil es eine sehr kontrollierte Bewegung ist, sehr, sehr stabilisiert vor allem viele Muskeln, also die ganzen Gelenke sind auch geschützt. Und es sind kaum außer das Ausstoßen, keine asymmetrischen Bewegungen. Also ich muss mich nicht irgendwie drehen oder verbiegen, immer dasselbe, sondern es ist sehr symmetrisch. Und das kommt schon zugute. Und ich habe keine Fremdeinwirkung. Also Fußball, Handball ist ja auch kann eine brutale Sportart sein. Unterschätzt man. Und da ist Gewichtheben eigentlich harmlos. Also die Gewichtheber gehen meistens unversehrter raus als viele andere Sportler. Ja gut, vielleicht überlege ich es mir auch noch, ob ich es mache. Meine Damen und Herren, Sie haben jetzt die Möglichkeit, dem Matthias noch Fragen zu stellen. Egal zu was, zu seiner sportlichen Karriere, zum Abnehmen, zur Ernährung. Wer hat denn Lust? Gibt es Fragen? Es ist sehr laut hier, ich weiß. Dann machen Sie wir wissen es schon alles. Dann machen wir es ganz einfach. Wer Lust hat, kann da drüben noch ein Buch erwerben. Matthias wird auch Autogrammkarten signieren. Sehr gerne auch ein paar Handyfotos machen. Die Übung haben wir heute schon mal gehabt. Ne? Ja, auch mal so zwischendurch Fragen stellen. Ich weiß ja nicht. Alles gut. Genau. Aber einzelne Tipps nochmal sind eben immer sehr, sehr gefährlich, weil ich eben mein Gegenüber nicht kenne. Und das wäre das würde dem nicht gerecht werden. Dann sage ich Ihnen allen herzlichen Dank fürs Kommen. Herzlichen Dank, Matthias Steiner. Dankeschön, danke fürs Zuhören.